Kung Fu Fitness Snackbite. Euer Kung Fu Commander Lee Fung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Hier bei mir in der Küche. Yeah. Sauber der Grab, Kopf und Grab. Also sehr schön die T-Shirts, die du mir geschickt hast. Liberatre, ja, Junkbier. Ja. Hier geht es ums gutes Essen. Also ich bin ein großer Döner-Fan, aber ich möchte halt die Döner in Zukunft selber machen. Weil wenn die Tiere geschaftet wurden, also dann möchte ich eigentlich lieber die Döner selber machen, dann weiß ich, wo das Fleisch herkommt. Ja. Es kommt vom Dorfschlachter und weil ich habe gesehen bei der militanten Veganerin, was Schäfter bedeutet. Ja. Ja, weil eh nicht so, ach, wenn ich mal einen Döner kaufe, dann eh nicht so oft Döner gegessen. Weil da gibt es ja noch von, man kann noch woanders, das und das, also Spaghetti und Chinesisch und Thailändisch. Aber ich hätte schon mal gerne mal einen Döner gegessen, aber ich mache es mir in Zukunft selber, gerade durch Tierschutz. Ja. Gut, außer den im Wald stellt oder den vielleicht eine Ausnahme machen. Weil ich glaube, der möchte regional. Aber der möchte bestimmt regional, da ist da auch dann. Aber wie schon gesagt, also eigentlich möchte ich nur meine Döner selber machen, weil da kann man ja das selber kreieren, wie ich will. Das kann aber jeder halten, wie er will. Also, ich habe mir eine Pfanne gekauft, die glänzt so. Ja. Die haben wir beim Norma gekauft. Ja. Diamantpfanne, ja. Die hat ja ihren Preis gekostet. Ich weiß nicht, ob das Grüne so sieht. Müssen wir in die Kamera reingucken. Diamantenpfanne, also die haben noch nicht übertrieben. Ja. Und die hat alles 20,99 kostet. Ja. Mit hochwertigen Diamanten an die Haftbeschichtung zum Kochen, Braten ohne Fett, Backofen geeignet, energiesparend, dank starkem Wärmeleitboden für alle Herdarten geeignet, Spülmaschinen geeignet. Ja. Also wirklich gute Pfanne, bevor wir jetzt zu den Zutaten kommen, will ich noch was testen. Gut, passt. Wir haben quasi das Fladenbrot, das ist dahinter. Ja. Wir haben Rindfleisch, das habe ich von der Schwäbischen Alb, vom Dorfschlachter. Hat auch gute Formung, wie man so sieht. Gell. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir die Wachtel, die vom Bau gekauft haben, da haben wir auch was dazu. Da haben wir quasi Tomaten, das sind Quäscher, und grüner Salat, das sind auch schon Quäscher und Zwiebeln, gehört auch dazu. Dann haben wir auch so einen Möhrensalat, ja, der schon zubereitet ist. Senf. Ja. Also den Salat habe ich vom Norma. Ja. Den Senf habe ich vom Norma, das ist also ein geiler Norma. Der nennt sich Schwabenstolz. Ja. Augenblick, da schreit noch jemand. Was ist? Was schreist du mir da hier? Schwabenstolz. Hätte auch Löwes im Zeug können, aber Schwabenstolz ist auch ganz recht. Ich gitt Fleisch, ich bin doch Vegetarier. Da ging er weg. Und kauft mir einen Kopfsalat. und einen Joint. Ja, Leo, das letzte müssen wir nicht wissen. Dann habe ich sowas noch von die Chili-Soße, so die von Ostasiatisch, habe ich auch beim Normal gekauft. Das Fleisch habe ich vom Dorfschlachter gekauft, weil ich im Supermarkt kaufe kein Fleisch. Vom Dorfschlachter gekauft aus der Schwäbischen Alb, das habe ich ja schon erwähnt. Davon haben wir an. Die Zubereitungen, die haben schon ein bisschen was vorbereitet, dass das jetzt nicht immer so sich in Länge zieht, die Kochvideos. Gell? Aber dass man halt ein bisschen, aber dass sie was zum Zeugen haben, tun wir ein bisschen was vorbereiten. Ja. Olivenöl tue ich auch rein, man kann es auch ohne Fett machen, aber zum gescheiter Öl kann halt auch ein bisschen Fett dazu. Ich habe mir einen gescheiter Wein gekauft, den trinke ich mittags nicht, weil ich trinke mittags nie Alkohol, auch morgens nie. Ja, abends mal, vielleicht ein, zwei Viertel vor ins Bett gegangen. Ja. Morgen geht es wieder los mit Schafe, also dann quasi ein Viertel. Ja.
Also man kann Alkohol trinken, ist immer die Frage, in welchem Maße. Ob ich eine ganze Flasche trinke und so. Und wenn ich immer eine ganze Flasche trinke, dann wenn das nicht jeden Tag ist oder jede Woche, dann ist das auch noch in Ordnung. Aber normal in der Regel, weil ich eh keinen Alkohol trinke, Alkohol vertrage so viel, trinke ich ganz wenig. Also der Euviertel langt mir schon. Oder zwei Viertel, da bin ich schon mal am Wochenende mal drei Viertel. Ab und zu mal, dann bin ich schon high. Aber ein Viertel abends und dann passt es. Ja. Oder zur Verdauung. Und ich gebe auch gerne mit Preise, ja, weil einer gesagt hat, man soll mit Preise angeben. 3,50 hat er gekostet. Ist drei Schweine, ja, 3,50. Bin ich ein Cleverle, ein Käpsele. Gespart und ein gescheiter Wein. Marillenlikör, feiner Likör aus Südtirol. Ja. Du magst, wenn es um Verdauung ein Nachzwitscher noch 100 Milligramm, da passt es. Ja. Die haben wir mal ein bisschen Zwiebel zuschneiden auf das Erde. Ja. Schon zugeschnitten. So, es ist alles schon gewaschen, wenn es, aber ich denke, ich habe es schon erwähnt. Ja. Da können wir ein bisschen auch denken, da haben wir mal Holz machen, die Pfanne. Diamantenpfanne, wie bei den Reichen, Freunde, wie bei den Reichen. So. Ein bisschen Öl rein. Ja. Bioöl. Ja. Und ja, die Tomate ist auch schon gewaschen, auch mal zuschneiden. Ein guter Döner braucht auch gute Tomaten. Ich sage aber, wenn man das selber möchte, ist wie beim. Es gibt ja Leute, die machen selber Pizza. Das macht halt einfach richtig Spaß. Ja. Obwohl ich eigentlich damals sage, eher zum Pizzalieferanten auf. Aber einfach auch selber was machen, das macht Spaß. Das schmeckt es auch schon anders, weil man hat es ja selber gemacht. Ja. Wenn man sieht, dass viele Türken nicht so klug sind, als sich die Döner selber daheim machen, weil es sind intelligente Menschen. Ja. Ja, der Rauch, der Magie, ja. Wenn ich vorher die Herdplatte putze, und deswegen. Kann sein, dass ein bisschen Putzmittel drauf ist. So denn, was ich gerne habe, man tut ja mit Geschmacksstoff schaffen. Ja, ich jetzt mit Senf, mit Moosstrich. Dann machen wir das einfach so, dass man das Brot ein bisschen vorbehandelt. So lange schmacken, ja. Dass ich sage, alles sei denn, ach man, alle Seite verfällt er jetzt schon. Alle Seite streiche ich mit Moosstrich ein. Ja, komplett. Was war das jetzt der Deckel? Ah, da schon. So. Ich kann ja den Döner zusammenstellen, wie ich will. Ja. So, mit dem Messer drüber, dann habe ich noch einen guten Geschmacksstoff. Ja. Ja. So, jetzt putzelt es ja schon, jetzt kommen wir den Fleisch reinkehren. Ich werde keinen Sushi-Döner machen, was habe ich denn hier? Da hat ein Japaner ein modernes Sushi gemacht aus rohem, frischem Rindfleisch. Kann man auch machen. Da muss das schon richtig knallfrisch sein, sonst ist halt gefährlich sowas. Mit Schweinefleisch kannst du gar nicht machen. So. So, jetzt brutzelt sich das vorne an. Ja. Normal mache ich immer ein anderes Format, da sieht man nur meine Hände und die Zutaten. Ich hoffe, ihr feiert das Format auch. Ja. Ich weiß, ein bisschen näher her, oder seht ihr mal, wie das brutzelt. So meine ich. Ja. Da kommen jetzt auch schön die Wachteleuern rein. Also nicht ganz Packung, aber. Also die Wachteleuer haben vom Bau gekauft, wie schon gesagt. Ja.
Muss ja nicht alle rein, also drei lange der, dass du von denen auch ein bisschen was hast. So. Okay. Dann halten wir das rumrühren. Was halt Bier euer. Ja. Das könnt ihr ja selber Döner kreieren. Ich denke mal, dass die Türke sehr schlau sind und so fahrt es oft selber machen, die so Kollegen oder so oder wer auch immer. Und ja, die machen bestimmt auch Fahrerbrot selber. So, jetzt Fahrerbrot kauft den Supermarkt. Ja? So. Also muss ich halt immer drin rumwürsteln, drin rumfrieren. Ja? Also heute ist mein letzter Urlaubstag und dann sage ich halt, okay, dann machen wir halt ein bisschen Specials. Der Tierwecker hat ja am 5 noch gespielt, Remake, Terminator und wir kennen da hinten auch. Und ich bin ein Technikdecker. Ich habe herausgefunden, ich habe mich jahrelang nicht angeschaut. Ich habe gedacht, da ist ein Glock oben mit Zahlen. Was hat das zu bedeuten? Und vor ein paar Tagen habe ich gedacht, ah, ist ja geil, das siehst du, wer da geschrieben hat, unter welchem Clip. Oder wenn du einen anderen Clip quasi nicht kommentiert hast, dann kannst du rausfinden, der hat ja Herz gegeben oder hat er das und das zurückgeschrieben und dann ist das einfach Kommunikation mit Klasse leichter. Habe ich beim Handy schon mal rausgefunden, wie das funktioniert, aber jetzt habe ich es auch bei meinem PC und es ist einfach ein leichtes Spiel. Ich bin halt technisch nicht so begabt, aber ich bin ein bisschen stolz auf mich, auch wenn es dann dauert hat. So. Dann haben wir die rohe Seite der Radrucke. Ja. Dann läuft der Wurst. So, jetzt ist es eigentlich, kommt vom Schwäbischen, die Todele. Ja. Ich weiß nicht, ob die das im Fränkischen auch haben, aber normal ist das Original Schwäbisch, wie uns kopiert. So. Ich wollte mal sagen, ob ich kurz nachputzelt, gell. Wir können schon mal anfangen mit, die Kamera hat noch nicht gehabt, damit klar, dass ich schon mal den Döner belege. Ja. Und das war halt ein Druckgrad, das kann man ja schon mal mit der Hand nachbestellen, dass es nicht so kommt. Ja, Sparen ist ein Grundrecht. Und lebensnotwendig. Ja. So. Ich kann noch den Salat irgendwie hier. Muss ja nicht gemerkt sein, aber kann man sagen, wo man auch schmeckt, ja so ein bisschen. Ja. Wenn der da den Salat hat, dann können wir noch einen Salat was drüber da machen, als Tegel. Sieht geil aus, passt so. Ja. Gerade Finger abgelegt, hat er jetzt ein wahnsinniger Aroma gemacht. So. Können wir euch wieder verstellen. Jetzt sind jetzt zwei unterschiedliche Perspektiven. Sind wir auch gut im Rennen. Ja. Die Wachleute, die können ja mit dem Kunden besser beschätzen. Und das muss man dann wohl nicht, das brauchen wir schon noch 65 von der Salat. Das brauchen wir noch, wenn wir denken bei dem Kochen. Ja. Ah, ja.
recht kurz, weil es erstmal hat der Hollenschmack wie vom Dorfschlachter. Dann ist ja eh Senfdorf, kommt ein bisschen Chili dabei vom Basis. Ja, jetzt kommen wir dazu eine Schüssel rein. Gucken wir, dass keine Insekten drin sind natürlich. So, und jetzt kommen wir die Schüssel rein. Ja, das tue ich mir leichter ohne Stress für den Fladenbrot zu verteilen. Ja. Drei Romantiko, liebe Freunde. Ja, zeigt mir immer, bei YouTube mache ich mir einfach Spaß. Da ist eine Lebensqualität, eine Lebensfreude. Und man kann euch gute Tipps geben. Und ich kann auch, ich habe mir auch gute Tipps von euch. Das ist auch eure Kreation, wo ich drauf gekommen bin. Und quasi, da haben wir halt von, ja, inspiriert, klassentonische Dönerläden. Und von der militanten Veganerin, dass ich halt das in Zukunft auch selber mache, auch wenn die vielleicht was anderes bezwecken würde. Ja. So, jetzt haben wir das so. Da kann ich mal gucken, wie das dann alles so drauf kriegt. Ich sage, der Dönerhersteller ist ja Kunst, da die ganze Dönerläden, dieses professionell machen, die haben meinen Respekt. Halt das alles in zwei Teufel vom Fladenbrot rein zu. Zauberbrot, das ist, ja, das ist eine Aufgabe, Freunde. Das ist eine Aufgabe, da muss man schon gewachsen sein. Jetzt vielleicht ein bisschen anders aufschneiden soll, aber Erfahrung möchte ich noch gescheitern. Gell? So. Das fucking echt auch zum Schwitzen. Ey. So. Was vom Fleisch übrig ist, kann ich auch mit Essstäbchen essen. Kann man auch nur noch die Soße draufhauen. Aber der Fleisch hat so einen super Eugeschmack. Wo ist das eigentlich nicht? So. Dann haben wir noch einen schönen Teller. Ja. So, dass die Zutschuhen auch haben, dass nicht alles so auf den Boden fällt, weil da fällt immer wieder was raus. Ja. Auf der Seite. So. Ah, was? Nein, da noch. Ja, lauf der Monster. So. Jetzt zwei Seiten zusammenfügen, das haben wir so geschafft für sich. Ja. Ja, und so. So. Das ist ein Stolz und Fladerbrot. Ja. Lego. Lecker, sag ich noch. Ja. Jetzt probieren wir unseren Döner. Döner macht schöner, sieht man, wie gut die aussehen. Für die türkischen Menschen sieht auch gut aus. Ja, alle türkischen Menschen sehen gut aus. Und wir essen jetzt einen Döner. So, oh, das ist ein Monster-Döner. Also man wollte das Wichtigste noch fast vergessen, nur vergisst man halt immer. Muss auch nicht viel sein, weil ja der Senf soll ja auch zur Geltung kommen, deswegen. Ja. Jetzt passt es. Ankündigungen machen Gott nicht und jetzt wird es gegessen. Ich hoffe, das läuft noch. Okay. Da fällt immer was nebenan. Ne? Boah. Schmeckt richtig gut, wahnsinnig Geschmack. Ja, er ist jetzt den Döner da voll, schaut die Kamera ab, aber den will er halt mal ohne Film genießen. Ja. Richtig Kammergeschmack. Also ich finde es jetzt, weil es ja individuelle andere Sachen drin sind,
Und da ist ja immer so Tzatziki drin. Schmeckt auch mit Tzatziki, aber schmeckt man auch, wenn man mit Senf oder mit anderen Sachen nicht selber kreiert. Schmeckt man sogar besser, wenn die eine Imbissleiter um das kauft. Ja, weil ich es halt jetzt so für meinen speziellen Geschmack zubereitet habe. Ja. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder schlechter ist, sondern was die da anbietet. Weil jeder einen anderen Geschmack. Aber wenn das auf meinen individuellen Geschmack selber zubereitet und mit anderen Zutaten, mit einem Fleisch, das nicht aus der Massenindustrie kommt, sondern halt vom Dorfschlachter, das schmeckt halt in meinen Augen tausendmal besser. Ich wünsche euch was, könnt ihr das selber nachmachen, ist ein bisschen komplizierte Küche heute. Und Zeit sehen!